Moin Leute und hey everybody. Nach dem saftigen Paddeln auf dem Pink Lake bei über 40 Grad im Schatten waren wir froh, wieder an der Küste mit nur 25 Grad zu sein. Esperance, 12.000 Einwohner, war über den Supermarkt hinaus weniger interessant, weil die gesamte Region durch die locker gehandhabten Schwermetalltransporte mit Blei und Nickel verseucht ist. Schön waren die Robben an der Jetty, aber so müde wie die waren, hatten die wahrscheinlich auch zu viel Blei im Blut. Wichtig ist noch zu wissen von Esperance, dass Teile des Space Lab 2007 auf die Stadt fielen und der Bürgermeister den USA eine Rechnung über 400 Dollar wegen Umweltverschmutzung schickte. Ja echt, kein Scheiß. Wir wollten dann lieber bleifreien Auslauf und wählten den Frenchman's Peak auf dem Weg zur sagenhaften Lucky Bay. Der 262 Meter hohe Granitklotz sieht aus wie ein ehemals von den französischen Truppen getragener Hut, deshalb der Name. Bandicoots, Pygmäen, Possums, Kurznasenbeutler und so weiter, die alle mehr oder weniger wie Ratten mit mehr oder weniger großen Ohren und Schwänzen aussahen, sollte es dort geben. Die Viecher glänzten aber wie üblich allesamt mit Abwesenheit. Oder die Haustiere hatten sie schon für ein Gourmetessen entfernt. Viel später lernen wir, dass die einheimische Fauna tatsächlich existiert. Der Weg zum Peak ist voller Banksia, dem australischen Feuerbaum, der sich nur durch Feuer vermehren kann, oder man hält einen Schweißbrenner an die Frucht. Ansonsten begleitet uns wieder eine herrliche Stille. Je weiter wir nach oben kommen, desto mehr verhärten sich die Waden. Denn der Aufstieg dieses Trumps ist Follow the Ridge to Summit mit 60% Steigung auf glattem Fels. Am Gipfel gibt es eine Höhle, die vom Wasser vor 40 Millionen Jahren ausgewaschen worden war. Denn damals war der Meeresspiegel 300 Meter höher. Wir ahnten, was uns durch die Klimaerwärmung erwartete. Ein Haus am Meer. Toll! In die Höhle wollten wir dann doch nicht, da dorthin eine Dew-Guide verschwand. Die Eigentümer nannten den Berg Mandu-Burnup, wahrscheinlich weil sie die Franzosen nicht kannten. Jetzt waren wir heiß auf mehr Meer. Dort erkundeten wir die Bucht auf einem Beach-Drive, bevor wir uns auf den Campingplatz einrichteten, umringt von Roos, die anscheinend unsere Gesellschaft genossen. Solltet ihr Fragen, Vorschläge oder Wünsche haben, lasst es mich bitte wissen. Wenn ihr den Kanal mögt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte abonniert den Kanal, um mehr zu sehen.